Nipplegate? Das war gestern, zumindest wenn man dem Dessous-Hersteller Wonderbra glauben darf, denn der bringt jetzt den Ultimate Plunge BH auf den Markt. Die besondere Form sorgt dafür, dass er auch unter tief ausgeschnittenen Kleidern getragen werden kann. Zu spät kommt die Erfindung leider für Pamela Anderson. Die hätte den Wunder-BH auf dem Laufsteg von Vivian Westwood gut gebrauchen können. Auch für Tina Fey kommt die Hilfe zu spät. Die hatte ihren Nipplegate bei den Emmy Awards im September. Sie behalf sich in der Folge selbst und nutzte den Skandal für ein wenig Werbung in eigener Sache. In einem Promo-Video für die Show Saturday Night Live machte sie sich über die schlagzeilenträchtige Nippelschau lustig. It's under control. It's not gonna happen again. I forgot my shirt. Gewusst wie. I forgot my shirt.